Oh, scheiße, ich hab einen Raptor am Arsch. Ah, fuck. Ich glaube, wir rippen jetzt hier, wenn das so weitergeht. Ja, ich bin gleich drauf. Oh Gott, rennen hier. Ja, ey. Wegrennen oder kämpfen? Kann nicht mehr rennen, ich bin down. Hä, wo hat das? Geht echt mit Blut. Die blöden Fliegen da sind. Ja, da sind übelst viele Fliegen gekommen, bei mir auch. Sorry, Leute. Ich laufe jetzt erstmal mit dem Beam mit. Okay, wir laufen jetzt einfach weiter nach dort. Ja, lauft ihr weiter, ja. Ich komm nach. Aber jetzt mit Konzentration. Da hinten steht noch einer wer steht denn am Strand da hinten? Ich hab grad meine Sachen gefunden, ich komm sofort rüber. Ach, nee. Nee, komm nicht rüber, ich komm zu dir, weil. Oder pass auf, da kommt ein Raptor zu dir. Der macht sich dann von selbst fertig. Na, Alter, wie ich nicht treffe. Oh, nächster Dilo. Alles klar. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir mal einstellen, dass die mir folgen und dass wir Attack My Target machen. Also, dass ich das mache am besten. Jo, alles klar. So, und ich werde aber mal ganz schnell schon, damit wir dann genug Rottenfleisch haben, weil das mangelt am Anfang immer, das gleich mal aufteilen. Weil dann haben wir ganz viele Betäubungspfeile gleich am Anfang. So. Okay, also, folgt mir mal bitte alle. Attack My Target. Und jetzt noch ganz schnell dieses Rottenfleisch ist hier. Es dauert jetzt hier ein bisschen länger, aber es geht jetzt nicht anders. Wir müssen ja sowieso warten, bis die anderen Leute da sind. Ne, und so lange teile ich mal das ganze Fleisch hier auf. Ne, wir haben noch eine Dreiviertelstunde, ne? Also wir sollten es wenigstens schaffen, eine halbe Stunde bevor der Server öffnet, am Spot zu sein, dass wir dann schon die Base anfangen können. Das Ding ist aber, wir brauchen trotzdem Scheißaffen, weil sonst findet einer einen Affen und haut uns weg. Ja. Also voller Ernst. Da bringt es uns nämlich auch nicht, eine Base zu haben, wenn wir keine Dinos haben zum Verteidigen. So. Okay, ich habe jetzt das ganze Fleisch aufgeteilt hier. Da müssen wir dann auf jeden Fall, weiß ich nicht, 200 oder so Rottenfleisch gleich haben. Beam, pass auf, da hinten kommt ein Viech. Hinter dir. Also nicht die Schildkröte, sondern ein Stückchen der Kanu. Okay, ist okay. Ja. Irgendwer müsste mich jetzt noch aufnehmen in die Gruppe. Ich tame mal noch den Dino. Ja, also, sie muss nur annehmen. Nice. Ja, warte. Jo. Alles guck mal, wie meine Sachen da oben sind. Wie müsste dich gleich nur zum Admin machen? Weiter. Wir sind noch nicht wirklich weit vorangekommen. Aber ich sehe schon hinten die Eisberge. Wir wollen nämlich zu den Eisbergen dahinter. Ich sage jetzt mal noch nicht genau, wo wir hinwollen. Man kann es vielleicht noch ein bisschen erahnen, zumindest die Richtung natürlich. Aber ich sage es nicht genau, weil vielleicht haben wir dann noch eine Folge mehr Zeit, bevor die Folge kommt, wo jeder weiß, wo wir bauen. Könnte sein. Könnte ja sein. So, wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn? Naja, die Hälfte haben wir schon. Sammeln und dann laufen wir bitte mal hinterher. Und wir laufen jetzt mal noch ein bisschen mehr im Inland rum, weil, wie gesagt, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einen Affe finden. Und dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Lutz. Oh yeah. 18 Spoiled Meat auf einmal bekommen. Nice. So, wir werden das immer schön Bären sammeln. Und haltet die Augen offen nach Affen, Leute. Schaut euch mal ein bisschen um. Jo. Und währenddessen aber nicht den Anschluss verlieren. Ja, ich habe halt nicht so viel Stamina jetzt gerade. Ja, ich renne jetzt auch erstmal noch nicht. Nur noch ein bisschen. Jo, bin out of cons. Was ist das denn hier? Da vorne sind drei los. Tote, hier sind Tote. Ja, aber da vorne sind zwei Stück, die noch leben. Das sah irgendwie komisch aus. Das sah irgendwie aus wie ein kleines Ei oder so. Aber hier sind ganz viele drei los. Hast recht. Wollen wir mit Therma auch noch, oder? Ja, können wir gut gebrauchen. Die fressen gerade irgendwas. Ja, so ein Dickkopf. Au! Entschuldigung. Hallo? Ey, die sind, glaube ich, ziemlich hoch im Level, Leute. 54 und, Mach's mal den platt, der hat nicht mehr viel. Der müsste eigentlich gleich betäubt sein. Okay, jetzt haut er mich. Halt, passiv! Ich nehme jetzt die Keule. Also das Problem ist, ich habe immer Angst, dass ich Mitspieler treffe hier mit der scheiß Keule. Deswegen wäre es mir eigentlich lieber, wenn jeder eine Slingshot hätte. Das würde besser gehen. Ah, Alter. Oh, ich bin gleich tot. Wo ist denn der?
Ist er betäubt? Nee, der rennt noch hier rum. Hinter dir. Oh, da kommt ein Raptor. Wo? Okay, er ist betäubt. Okay, ich stell jetzt ein, dass die... Ich bin down, das gibt's doch nicht, ey. Scheiße. Okay, die gehen jetzt, die Dinos gehen aber drauf. Scheiße, hoffentlich schaffen die das. Aber der geht nur auf mich. Okay, die Dinos haben ihn gekillt. Nice. Alter Schwede. Yo, Matt, Alter, ganz schnell respawnen, herkommen. Alter Schwede, so gut hier Fleisch. So haben wir auch. Mann. Ist das übel. Hier ist noch ein Dino, mach den mal noch auf dich follow. Jo, Sekunde. Das gibt's doch nicht mehr. Plünder dich gerade mal. Klau ihn, Mann. So. Okay, ich nehme die Beine in die Hand, ich komm rüber. Jo. Bin schon wieder auf der Landzunge. Oh, eine ordentliche. Sollen wir wieder zurück ans Wasser gehen, weil ich finde das hier ein bisschen gefährlich. Gegen irgendwelchen Tigern. Ja, im Wasser waren da vorher auch ein Raptor und Kano gewesen, das passt schon. Wir brauchen aber, wie gesagt, einen scheiß Affen. Achtung, da oben ist noch ein Raptor. Bei euch? Mich greift das an. Ja, das ist ein Raptor. Scheiße, ich renn mal weggeben. Ist er immer noch hinter mir? Nee. Ja, okay, die Dinos gehen drauf, die Dinos gehen drauf. Nice, Alter. Ja, so eine Scheiße, deswegen brauchen wir so erstmal keine Angst mehr. Wir haben jetzt hier Dinos, deswegen können wir jetzt auch ein bisschen inland laufen und nach Affen gucken. Die schaffen jetzt, glaube ich, sogar ein Kanu. Wir müssen ja halt nur ein bisschen mitleveln jetzt über die Zeiten. Dürfen die nicht vorbei. Ich bin häng ein bisschen hinterher hier. So, kommt mal bitte alle durch hier. Das ist so ein Kackflugvieh, das kann man erstmal ignorieren. Wir brauchen unbedingt einen Affen. Ah, oh, diese scheiß Fliegen, Alter. Alter! Mein Leben! Das waren richtig viele gewesen. Okay, hier, Chitin, kannst du mal mit, können wir mal mit farmen eben. Ich muss mein Leben wieder regenerieren. Geht das überhaupt nach oben? Geht das? Ja, langsam wird knapp hier. Ja, Schutz zur Seite, dass ich auch was ich jetzt essen, echt, ich bin schon wieder tot. Das gibt es nicht, echt nicht. Jo, da einfach weiter probieren. Das da, für ein Start, Lutz gerade hinläuft. Ja. Lutz, na dann, das jetzt halt so, dort zum Strand, ey. War das ja, jetzt ja langsam auch zu bunt. Das wird so krass hier, Leute. Lass runter und dann... Ich hätte gerne... Ja, wir können dort einen Affen farmen, Team. Jo, aber ich wollte halt den Weg gleich mitnutzen dafür. Ich habe mir das so cool vorgestellt, das miteinander zu verbinden. Jetzt klappt das leider nicht. Aber mein Leben ist halt auch schon auf der Hälfte. Diesmal. Das Problem ist nämlich auch da, wo wir eigentlich unsere Base bauen wollen. Ich habe wirklich alle Spawnpunkte durchgeschaut. Es gibt keinen näheren. Also ich habe alle Spawnpunkte ausprobiert. Den wir jetzt genommen haben, ist der, der am nächsten dran ist an dem Spot, wo wir eine Base bauen wollen. Beam. Ihr lauft nach Süden, die Langzunge runter gerade. Ja. Scheiße. Andere Richtung. Jo, sofort. Komm erstmal mit. Okay. Ich würde mich schon mal auf die andere Flussseite rüber, ne? Ja, pass auf, wegen Hain und so. Jo, hier passiert doch nichts. Wir sind keine Haie. Ist genauso wie der. Damit fangen wir mal die besten Sachen an, die besten Storys. Genauso wie hier, halt mal mein Bier, ich habe eine Idee. Okay. Das stimmt allerdings. Hier ist doch nichts, hier kann doch nichts passieren. Alles cool. Nur eine Schildkröte. Sonst ist ja alles mellow. Ich komm ein Plesio. Ja, what? Hab's. Ehrlich jetzt? Nee, veräbelst mich, ne? Ja. Alter Schwede. So, wie sieht's denn aus auf der Karte? Ja, jetzt einfach weiter nach Norden laufen. Warte, ich brauch Stamina. Ich weiß jetzt nicht, wo wir uns hier am besten treffen. Wollen wir uns einfach da treffen, wo wir den Spot bauen? Also, wo wir jetzt Lager bauen wollen? Ja, lauf du vor und kannst ja schon mal anfangen hier. Okay, dann machen wir es so. Ich habe ja die Dinos, deswegen hoffe ich, dass mir jetzt nichts passiert. Vielleicht finde ich ja einen Affen. Leg dir mal ein bisschen Zeug hier hin, Bonsai. Jo, cool. Also, hier könnte wirklich mal ein Affe sein. Hier ist es schön. Affe. Wir brauchen einen Affen. So, dann weiter. Marco, mir ist schon weiter vorne. Also hier habe ich schon Affen gefunden. Auf dem Fun-Surfer, Leute, wisst ihr noch? Da habe ich hier meinen ersten Affen getamed. Das war hier gewesen. Also hier gibt es Affen. Die Frage ist, ob sie gerade wach sind. Das musstest du jetzt tun, ne? Jo.
In der Hoffnung, dass er einfach runterfällt, ey. Man sieht halt auch nice. Fast gar nichts, ey. Schöner Wasserfall, sehr schön. Ah, das ist der Fluss hier, oder was? Denke ich, oder? Ja. Auf jeden Fall ist der nicht so breit. Ja, hier gibt's keine Haie. Nee. Wenn doch, würde ich mir Sorgen machen. Ich sehe echt keinen Scheißaffen. Wo ist der Bonsai? Bin hinter euch. Nur Dodos, alles voll mit Dodos hier. Dodo. Ich bin jetzt aber gleich da. Sehr gut. Ja, wir haben es auch nicht mehr weit. Also, doch, ich stehe da vorne im Schnee schon. Ich bin so knapp mit Stamina. Ja, ich auch. So. Stamina, ne? Stamina. Mhm. Gute alte Braut Stamina. Wieso, was fällt hier? Was ist das für eine Animation? Lutz. Was? Ey, dieses Gekröse hier, was hier rumfliegt. Das, keine Ahnung, das sind irgendwie. Lass ich aber auch schon hin und wieder. Der erste Teil der Wüste sein? Wollen die vielleicht noch eine richtige Wüste hier rein? Wo ist Bonsai hier? Ich sehe den nicht. Ich musste mich gerade ausruhen, ich habe keinen Stamm hier, ne? Scheiße, die Dilos sind nicht mehr an mir dran. Ich bin gleich da, Beam, ne? Jo, ich brauche ungefähr noch 3 Minuten oder so. So. Ich hoffe, dass wir jetzt hier oben zwischen dem Gestrüpp nirgendwo irgendwelche Aggro-Viecher haben. Ja, was mich auch am meisten nervt, so zu Fuß, man sieht halt in der Scheißwiese auch nichts. Also man braucht halt echt irgendwie irgendwas zum Reiten oder ein Flugzeug hier, dass man überhaupt in der Lage ist, mal Affen zu sehen, weil sonst ist alles so niedrig. Oder man selber ist so niedrig und alles ist so hoch, so rum. So, folgt ihr mir jetzt? Folgt ihr mir jetzt? Jetzt folgen sie mir, okay, alles klar, dann weiter. Weiter die Augen offen halten, dass wir einen Affen finden. Und guckt mal da hinten, Leute. Guckt euch das mal an, diesem Eisberg. Das sieht so geil aus. So, wenn wir jetzt hier oben hoch... Ah, Ameisen! Fuck, hier sind tausende Ameisen. Berg hoch, den Berg hoch. Und, hier sind... Leute, jetzt aufpassen, nicht sterben, ne? Ich habe jetzt keine Lust, genau, die Base alleine aufzubauen. Lass uns erstmal die Viecher töten. Man muss es jetzt aber auch von der Seite sehen. Wir brauchen jetzt ja so... Ach du Scheiße, 2 Raptoren. Wir brauchen jetzt ja ewig lang zu dem Spot, wo wir was bauen wollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist der nächste Spot, wo man es bauen kann. Das bedeutet... Hau mal ab, Alter. Boah, das gibt es nicht. Oh, fuck, Alter, Angelo. Scheiße. Oh, ein Adler. Fuck. Oh Mann, das läuft überhaupt nicht, hä? Ich bin jetzt an dem Spot, aber... Scheiß Adler geht mir auf den Sack. Alter, das geht ja gar nicht klar. Jetzt hab ich auch noch Leck. Hier rastet ja gerade alles aus. Läuft nicht so gut. Löwe. Nee, nicht wirklich. Vielleicht sollten wir erstmal vor dem Spot schnell was bauen oder so. Ich weiß es nicht. Das Ding hier müsste auch mit... Fuck! Ach du Scheiße. Level 84. Säbelzahntiger. Für ein Level, ey. Oh Leute, ihr seid jetzt alle 3 gestorben, ne? Nee, ja. Ich lebe noch. Du lebst noch? Ich werde mich verteidigen. Und da, wo wir jetzt was bauen wollten, da ist jetzt alles voll mit den Viechern, oder was? Das ist zumindest ein Löwe. Das war... Alter, der hat 7 Pfeile ausgehalten. Das Vieh ist ein High-Level-Adler, Alter. Ja, und der Säbelzahntiger ist Level 84 gewesen, ne? Ja. Was machen wir denn jetzt? Da würde ich da aber nicht bauen. Die Base und ja, wie, wenn dann Säbelzahntiger ist, Alter. Level 84. Ihr habt doch Dillos, Alter. Ich weiß ja nicht, ob die das schaffen. Also. Schaffen das. Das sind 5 Dillos. Kriegt da hin. Und Bonsai und ich, willkommen neu. Jo, ich bin schon wieder dran. Ich bin davon nicht überzeugt. Es ist jetzt auch gerade. Jo. Du bist da unten mit der Fackel, ne? Jo, das bin ich. Ich bin hier oben auf dem Berg, siehst du mich? Du bist gerade näher hinterm Stein, bist du? Oh Mann. Nee, was ich jetzt aber sagen wollte, ganz kurz mal, und zwar, das Ding ist, wir brauchen jetzt zwar sehr lange hierher, aber wie gesagt, das ist der nächste Spawnpoint, den wir jetzt ausgesucht haben, um hierher zu kommen. Das bedeutet, alle anderen Spieler brauchen zu unserer Base auch so lange. Das heißt, wir haben am Anfang auch erstmal ein bisschen Ruhe, deswegen lohnt es sich auch, die Strecke jetzt auf sich zu nehmen. Deswegen lohnt sich das jetzt hier auch. So gut, ich bin nicht mehr ganz allein, das ist wunderbar. Und das Geile ist, man hat das vorhin schon gesehen, da hinten ist direkt dann noch die Winterlandschaft, wo man übelst easy Perlen farmen kann und Kristalle farmen kann. Dann hat man hier oben gleich die Berge, wo man Eisen farmen kann. Man kann hier alles farmen, es ist alles in der Nähe, was super ist. So, ich hab jetzt noch, weiß es nicht, wegen dem Greifen, Alter. Ich dachte, du wärst tot, oder?
Nee, der ist nicht tot. Der hat 7 Pfeile in den Kopf geschluckt und der ist immer noch am Leben. Okay. Der hat nicht mal Kratzer, deswegen. Also das ist ein High-Level-Adler. Bonsai, ich bin hinter dir. Ja. Ja, die Frage ist, wir wollten jetzt eigentlich also noch ein bisschen weiter vorlaufen. Kommen da jetzt alle? Sind die alle da vorne gewesen, die Viecher, oder was? Nee, rechts von uns, auf dem Berg. Okay, dann laufe ich jetzt den Hang einfach weiter. Wir laufen jetzt den Hang erstmal weiter bis zur Schneegrenze. Guck mal da unten, ey, das sieht so geil aus. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie alles leuchtet, ne, die ganzen Perlen. Nee, ich sehe gerade keine Perlen. Okay, ja gut, bei mir leuchten die alle übertrieben. Das ist halt echt das Coole, dass man hier super gut farmen kann. Also wenn wir den Spot jetzt einmal erreicht haben, wir einmal safe sind, hoffentlich. Dann können wir hier auch richtig schnell die Sachen aufbauen und die Base aufbauen. Bonsai, kommst du? Ja, ich bin irgendwie verwundet gerade, weil ich friere wie die Sau. Wir haben noch essen. Gute 20 Minuten Zeit. Hier vorne haben wir Bären irgendwo. So als kleine Wasserstandsmeldung. Hier vorne sind Fische. Kakomir, bist du hinter mir? Ja, ja. Okay. Ja. So. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, Säbelzahntiger. Okay, Dailus drauf. Dailus geht drauf. Wow, und der war nur Level 8 gewesen. Der war nur Level 8 gewesen. Das war nicht der Starke. Der ist noch irgendwo einer Level 80. Ja, ich hab Bären gefunden. So gut, und wir müssen jetzt aber noch ein bisschen nach oben. Ich orientiere mich nochmal eben. Hier ist jetzt die Schneegrenze, ne? Mhm. Dann müssen wir noch ein bisschen nach oben. Ich meine, hier in dem Wald. Also, ich friere auch gerade ganz schön hart, also. Achso, dann lass wieder rausgehen. Jetzt kann aber auch an der Nacht liegen, oder? Ja, wow, fuck! Bei mir, Säbelzahntiger. Level 84. Ich hoffe, die Dinos schaffen den. Ich hab übelst viel Leben verloren. Ich zerfetzt grad. Schaff die Dinos den? Nice. Level 102 Dino hat ihn gekillt. Alter Schwede. Gott sei Dank haben wir die Dinos. Warmes. Wärme. Ja, ich wärme, auch. Wärme. Campfire machen schnell. Wie lange ist das denn dunkel, verdammt? Ah ja, passt. Wärme okay, nee, hier sind wir nämlich wieder raus. Da drin, hinten ist die Winterzone, wo wir gerade standen. Da ist es kalt genau. Und da verliert man dann Leben. Ich muss erstmal was essen, ey. Moment. Hast du am Tag-Nacht-Zyklus was geändert? Ja. Nein, hab ich nicht. Ich bin jetzt wieder hin, weil ich hier einfach jetzt erfriere. Hier, das gibt's weil ja ich erfriere. Verzweifelt. Alter, erstmal auf den Schock klarkommen. Ich hab noch Viertel Leben. Jo, das war jetzt vor allem der Hohe gewesen, der vorhin Lutz oder Bonsai gekillt hatte. So, ganz schnell Zeug jetzt mache ich mir natürlich Sorgen um den Adler, ne? Nicht, dass er jetzt auch hier gleich vorbeikommt. Das könnte passieren. Dann haben wir ein Problem. Ja, von da werde ich wahrscheinlich tot sein. Ich habe noch nicht mal einen Bogen. Ich mache mir mal ganz schnell einen Bogen für den Adler, falls er kommt. So gut. Wir wollen jetzt hier hoch. Wir könnten natürlich auch eiskalt einfach sagen, wir bauen die Base jetzt hier hin, an die Klippe. Na, lass ruhig an die Stelle machen, wo wir gesagt haben. Das Ding ist aber, Lutz, Alter, hier. Ich guck gerade mal, haben wir hier eine Klippe? Ne, hier kann man einfach hochlaufen. Wartet mal eben. Hier kann man hochlaufen. Kann man hier auch überall hochlaufen? Hier ist eine Klippe, hier kommt man nicht einfach so hoch. Ach du Scheiße. Dailus helfen, Alter. Okay, nice. Also jetzt muss ich definitiv regenerieren. Ich habe noch, keine Ahnung, 50 Leben oder so. Jo. Weißt du was, ich wollte fast sagen, wir bauen das hier und lassen die ganzen Gewächse dabei. Hier ist das relativ gut versteckt. Warte mal. Oh, hier. Ah, hier ist es schon wieder kalt, ne? Hier ist es kalt. Ja, genau. Ich hab's auch gerade gemerkt. Ah, shit. Hier ist es warm. Hier ist es heiß. Hier ist es kalt. Das Problem ist aber, hier ist keine Klippe. Die kommt mal einfach so hoch. Okay, wir gehen jetzt dahin, wo wir Lutz und ich das letzte Mal waren. Ja. Komm mit. Okay. So, ich hab wieder halbe Gesundheit, ich bin auf dem Weg. Ni. Wir sind gleich da. Wir haben jetzt. Genau, und hier gleich links um die Klippe war der Adler. Oh. Na, da hinten ist einer.